Wir haben ja gelernt, ne, dass wir erfünfen müssen, das haben wir ja gelernt, vom TF, dass man erfünfen muss, weil ansonsten wird man nicht als Zuschauer gezählt, irgendwie nachdem ein Stream abgebrochen ist. Warum das so ist, verstehe ich nicht so ganz. Mods, kick mal einer den. Es sind keine Mods da. Es sind keine Mods da. Doch, der TF ist da. Ich weiß nur nicht, ob es. Aber wäre ja auch wurscht. Wir sind so entspannt zusammen. Kann das eventuell am Arbeitsspeicher liegen, wenn der vollgeschrieben ist? Lieber Bruder, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Wenn du mir sagst, wie ich das rauskriege und den lösche, dann sehr gerne. Jetzt ist wieder 5%, 30 FPS, so wie eingestellt. Alles gut. Also wenn man mir sagt, wie das geht, dann gerne. Ich frage einfach, ich lade irgendwann mal, glaube ich, den Mr. Rage ein, der kennt sich mega damit aus. Habe am Handy kein F5. Was? Warum nicht? Ich muss auch mal F5 hier. Ich muss ja hier auch F5 machen, ne? Oder? Muss ich, kann ich überhaupt F5 machen? Jo, ich kann hier auch F5 machen. Null Zuschauer. Hallo Leute. Also, wie gesagt, falls mir das irgendjemand erklären kann oder so, sehr gerne. Ich bin. Siehst du im Bild den Last Shield? Ja. Genau. So sieht das aus. Okay, gut. Das Tor 7 ist dicht. Bevor Leute wieder sagen, hey Mann, ey, da hast du voll die Werbung gemacht und es ist weg. Haben sie ja dann auch wieder recht. Wir machen aber immer noch irre. Ist aber echt so. So, ich freue mich, dass der Gecko sich freut und eine Septopoden-Zuchtstation gleich. Er hat nicht einfach nur einen Septopoden gewonnen. Nein, er hat eine Septopoden-Zuchtstation gewonnen. Das ist halt auch bescheuert. So, Handy geht auch. So, also die Miri spielt Dead by Daylight. Wir könnten einfach mal fragen, ob wir bei der Miri mitspielen oder habt ihr Bock, irgendwas zu spielen? Ich werde. Bei der Miri Dead by Daylight spielen ist halt auch immer so, das sind alles Leute, die können das mega und so, weißt du? Also so richtig gut. Das ist halt dann auch mal so ein Ding. Und im Übrigen, ne, falls der Brauer hier an den Start kommt, ne? Der kann, ihr könnt, also der Baum sieht furchtbar klein aus. Der Fernseher ist riesig, der Baum ist riesig. Ich habe mich ja gerade schon mal daneben gestellt. Es wirkt nur furchtbar klein. Dieses Studio sieht auch immer riesig aus. Es ist immer lustig, wenn Leute hier vorbeikommen und dann sagen: Mein Gott, sieht das Studio riesig aus. Das ist ja total abgefahren. Also so ein kleines Golf wäre ich dabei. Golfit? Immer. Golfit bin ich immer am Start. Immer, 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 immer am Start. So, ich muss nur die Vorschauprojektor wieder Döns wieder anmachen. Und ja, also wenn ihr Bock habt, auch, gilt dann alle, die Golfit haben, ne? Könnt natürlich mitspielen. Aber eine Sache würde ich gerne zeigen. Eben, und zwar machen wir das mal weg eben. Und das machen wir weg eben. Und jetzt zeigen wir mal kurz, falls für eins der neuesten Mitglieder hier in unserer Rasselbande. Don, guten Tag und herzlich willkommen zurück. Ne? Ihr wisst ja, HWZ heißt das hier, ne? Nicht WB, bei uns heißt das HWZ. Herzlich willkommen zurück. Ne? Ne? Also hier, ne? Welcome back, kann jeder. Wir haben HWZ. So, das machen wir mal hier so an und dann machen wir mal so. Und das hier ist das, was der Mann uns vorstellen wird. Wir lassen auch mal ein Gefällt mir da artigst. Und Kesselbund. Voll geil. Wir schauen einfach mal, der soll uns erzählen, was er macht, wie die drauf gekommen sind und so weiter und so fort. Golfit.
Gibt's nicht für einen Mac, so eine Scheiße. Ich verstehe das gar nicht, dass da immer so Unterschiede sind. Ich kann auch noch Leros und Feierabend machen. Besseres Bier mit Feedback-System und künstlicher Intelligenz. Wie geil. Bier mit Abi. Das finde ich schon geil. Ja, da scheint er zu sein. Der Brauerei Heining verklagt den kleinen Chef von Craftbeer-Manufaktur. Okay. Ohne Hefen, nur Plörre. Ja, der wird uns bestimmt einiges erzählen können. Vielleicht bringt er uns ja auch ein bisschen was mit. Ich wollte das nur mal kurz zeigen. Ne, könnt ihr ja hin, könnt ihr mal ein Follow dalassen irgendwie und... Ah! Allergie. Das wollte ich euch nur eben kurz zeigen. Ja, wer ist denn dabei? Wer hat denn Bock auf eine Runde? Wer hat denn Bock auf eine Runde Golfit? Also ich bin auf jeden Fall dabei. Wir haben noch ein, zwei andere Spiele, die wir spielen können. Mit mehreren Leuten. Ich kann ja mal eben kurz gucken. Ich kann mir die Namen alle nie merken. Das ist ja immer so typisch. Typisch. Hier. Also. Wir haben Golfit auf jeden Fall. Das steht fest. Wir hätten Deceit, was ich nicht raffe. Wir hätten Dead by Daylight. Dann könnten wir mit der Miri irgendwie gucken, ob wir irgendwas hinkriegen. Ich würde euch heute gerne nur zuschauen. Bin gerade zu müde, um mich in eine Golfrage zu steigern. Ist alles in Ordnung. Du musst ja gar nichts. Ich hätte ja gehofft, dieses Life is Feudal irgendwie, ne, dass das so zusammen, dass man das mal ausprobieren kann. Ich würde mir das vielleicht später gerne mal alleine angucken, dann, wenn es nicht anders geht, weil ich einfach neugierig bin. Was haben wir denn noch, was man zu mehreren... Shellshock. Shellshock könnte man mit mehreren spielen. Uno könnte man natürlich auch spielen, ne? Das ist klar, das kann man immer. Das geht immer. Können ja mal eine Minute oder zwei überlegen. Shellshock wäre ich dabei. Das kann ich hier auch. Ich kann es immer noch nicht, aber ich würde es gern ausprobieren, weil es hat Spaß gemacht beim letzten Mal. Ja, also ich bin dabei. Ich weiß, jetzt kommt wieder, ja, ich hätte darauf Bock und darauf Bock und darauf Bock, aber Starhack. Das kann ja nur einer spielen, Mann. Du hast ja schon wieder meinen Becher. Don! Wenn du den wirklich haben möchtest, dann kostet dich das was für einen guten Zweck. Leute, tut nichts, was ihr nicht könnt und müsst. Und ich möchte von Anfang an direkt klarstellen, nicht die komplette, alles was bis einschließlich 24. zusammenkommt, 50% gehen weg davon und 50% stopfe ich hier rein. Das ist vielleicht dreist, aber ehrlich, es ist halt so. Und von Bastis, also es waren ja auch mehr als 50% weg, aber trotzdem. Ich will nur, dass euch das bewusst ist. Also, ne, nicht, dass es nachher heißt, Moment mal, ich habe das falsch verstanden oder so. Ne? Also, das muss schon ganz, 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 ganz klar sein, das will ich auch. Und wenn ihr das nicht in Ordnung findet, dann ist es okay, ihr müsst das alles nicht machen. Ich freue mich darüber schon. Wenn das so bleibt, ey, Hammer, voll geil. Und Don, wie gesagt, ich liebe meinen Becher. Bist du denn so ein Justice League-Fan oder was? Bist du so ein Justice League-Fan? Also, wer wie wo hat Bock auf was? Also, wir können... Muss mal kurz weg zur Apotheke, bin gleich wieder da. Jo. See ya. Wir haben doch... es müsste aktualisieren. Komisch. Shellshock Live. Wir probieren einfach mal eine Partie Shellshock Live. Wir machen das einfach mal. Wir wollten es gestern schon machen und es hat nicht funktioniert.
Wenn wir jetzt nur zu zweit spielen, dann spielen wir nur zu zweit. Du musst mir nur sagen, oder du stellst es ein und lädst mich ein. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt erstmal wieder hier, Freunde. Ich muss mich wieder online machen. Olli, du geiler Bopf! Mr. Rage, du zweitgeiler Bopf! Moinsen! Hallo, ich habe gerade schon von dir geredet, also vorhin, dass als ich sagte, ich muss dich einfliegen hier mal für einen Tag und eine Nacht und einen Tag, da ich ja jetzt weiß durch deine Erzählung, dass du echt Ahnung hast von hier, der Gerät, und du jemand bist, der mir mit Sicherheit, genau, Fackel, der mir mit Sicherheit keine Scheiße erzählt, und mir vielleicht ein, zwei Sachen zeigen kannst, machen kannst und wie auch immer und so. Weil hier, die sind, also alle 2 bis 3 Stunden geht meine CPU-Auslastung hoch und hier und das. Ich kenne mich halt einfach nicht aus. Und außerdem wäre es eine lustige Nummer, weil du dann mal da wärst. Mich einfliegen lassen, das klingt gut. Heli oder Chat? Nix Chat. Du sollst schon hier sein. Tatsächlich. Wenn du kannst und wenn du Bock hast halt. Und, ne? Das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Damit mal jemand vor Ort ist, der halt und so und so. Ist auch scheißegal. Wir quatschen einfach mal drüber irgendwie. Wenn du sagst, ist Quatsch, will ich nicht oder muss nicht sein, dann ist das auch in Ordnung. Ich sagte doch nur. Doch wieder selbst. Ja, ja. Ich kann dir doch keinen Heli schicken, Mann. Ich würde dich ja auch hertragen, wenn meine Schulter nicht kaputt wäre. Ist doch klar, oder? Your Rage, was ist? Hast du Shellshock? Hast du Shellshock? Möchtest du mitspielen? Shellshock, ey. Moment. Moment, den kann ich auch. Den kann ich auch. Hab ich. Ja, noch nicht installiert. Ist, glaube ich, gar nicht groß, ne? Also, wir können Golf jetzt spielen, wir können Shellshock spielen. Wer hat denn jetzt Bock auf Golf? Irgendwer, wer hatte denn Bock auf Golf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich guck mal eben. Also, wenn keiner hier schreit oder so, dann mache ich einfach eine Partie Uno auf. Nein. Golf wird es echt lustig. Golf hier. Basti. Basti ist Chef heute. Basti macht auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall erstmal eine Partie Golfit. Du wärst aber auch dabei, Don. Ja, das ist doch super. Dann machen wir doch auf jeden Fall eine Partie Golfit. Dann schreibe ich das mal eben. Schreibe ich das eben mal kurz auf. C-Fix. Fiade. Ich installiere mal Shellshock, ich kann aber für nichts garantieren. Ja, ich kann das doch auch nicht, Rage. Und lass dir Zeit, wir spielen jetzt auf jeden Fall mal eine Runde Golf und dann spielen wir später eine Runde Shellshock. Und wenn du viel zu tun hast und später, ich weiß ja nicht, streamst du später auch noch? Dann mach dir keinen Stress, ist alles gut, ist alles gut. Ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal eine Runde Golfit. Ich hab heute frei. Dann rödel nebenher und dann spielen wir gleich zusammen. Nehmen wir dich auch gleich mit und spielen wir gleich eine Runde Shellshock. Ich möchte nur das nämlich auch gerne nochmal angucken. So, aber jetzt machen wir erstmal eine Runde Yolfit. Und da, noch eine Stelle vollgefragt, der Typ. Muss ja schon ganz schön dürfte sein. Alles gut, alles gut, alles gut. Nebelmond streamt wahrscheinlich später auch noch. So. Golf-It. Spuin. CPU-Auslastung ist auch ganz easy bei 5%, 30 FPS. Wir hoffen mal einfach, dass es einen halben Meter so bleibt. So, nun setze ich mir doch meine Lieblingskopfhörer auf. So, jetzt werdet ihr gleich mal kurz keine Musik mehr hören, befürchte ich.
aber anders geht's nicht. Es funktioniert, klappt nicht anders. So, und jetzt muss ich das hier auch noch eben umstellen. Und wenn mir irgendjemand erklären kann, warum auf manchen Einblendungen auf meinem Rechner unten rechts blinkende Symbole sind, ein Kopfhörer und ein Refresh-Zeichen. Das verstehe ich nämlich nicht. So, jetzt müsstet ihr auch wieder was hören. Und wir spielen eine Runde Golfit. So, wer Bock hat mitzukommen, auf den Platz. Warum macht das hier nichts? Wieso ist mein Spiel abgestürzt, oder? Schön. Wir haben noch nicht mal angefangen mit das Spiel. Ah, jetzt ja. Option. Gibt es eigentlich im Moment überhaupt... Ich finde das mal so lustig. Es steht ja hier, ne? Warte mal. Steht ja unten... Achso. Das können wir ausmachen. Moment. Nix, kein Ton mehr. Ihr hört mich nicht mehr. Mr. Rage ist der mit dem Puzzle, genau. Ja, wie kriege ich das denn jetzt weg? Hubert, hi Olli, du, da ist nix Ton. Ah, da ist der Ton ja wieder. Ja, irgendwie ist hier was abgeschmiert, wie immer. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, jetzt ja. Jus, moinsen. So, jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal. Habt ihr gestern geunot? Ich weiß, nee, gestern nicht, glaube ich. Ich muss, also irgendwie ist Golf gerade abgeschmiert mit Steam zusammen. Ich glaube tatsächlich, irgendwas ist hier. Oh, Rise of the Tomb Raider ist im Angebot gerade eben. Das ist das Ding, wo wir nicht mehr weiterkommen. Ich prangere das an. So, next try, Golf it spielen. Konnte gestern wegen der Weihnachtsfeier die Flippige... Was ist jetzt passiert? Die Flippige nicht sehen. Ja, nee, das hat gestern alles nicht so richtig funktioniert. Das war alles ein bisschen doof. Wir haben den Baum aufgestellt, wie du sehen kannst. Und so, und... aber in 2 Wochen oder... Also die Flippi hat, glaube ich, ab in 10 Tagen Geburtstag. Und ich hoffe, sie wird ein paar Mal einfach so reinschneien. Und morgen habe ich frei und morgen will ich eigentlich dafür sorgen, dass die Playsee läuft. Und so weiter und so fort. Und heute hast du nichts verpasst. Hier war nichts los. Quatsch. So, Option. Option. Musik ist aus. Sound machen wir auch leise. Die Mucke kann bleiben. Alles klar. Immer mehr Licht da oben. Ich
Ich bestelle mir schon mal eine ohne, sonst läuft meine Zeit bald ab. Ach so, stimmt, du hast recht. Die haben ja. Anscheinend hat sie doch Uno gespielt. Das war doof gestern. Es war alles nicht so schön, wie ich es mir gewünscht, gehabt, getan, getutet hatte irgendwie. So. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Es ist genauso eingestellt wie... Jetzt müsstet ihr mich wieder hören können, ne? Jetzt müsstet ihr mich wieder hören können. Wenn ich die Szene wechsle, kann man mich nicht mehr hören. Und ich habe keine Ahnung, warum nicht. Also in der Szene zum Beispiel klappt's. Also... Ich habe genau die gleiche Einstellung wie hier. Wenn ich jetzt rüber wechsle auf das hier, ich rede jetzt mal einfach weiter, dann müsste das quasi im Satz... Ist das jetzt echt mitten im Satz? Bricht das dann einfach ab, weil ich umschalte? Habe ich noch nie gehört. Setzt das Spiel auf Fenstermodus. Option. Vollbild. Aus. Anwenden. Option. Ich habe es nicht auf Vollbild. Ah, Moment mal. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt, Alter. Ja, Berlin, Motherfucker. Entschuldigung, Verzeihung. So.
Verstehe ich auch nicht. Normalerweise ziehe ich halt einfach immer, ja, ich habe ja nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob Flippy gestern aus Versehen irgendwas verstellt, also nicht böse gemeint jetzt, ob Flippy gestern hier irgendwas verstellt hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, aber hier könnt ihr mich hören. Es macht no sense at all. Also hier, ne, Herr Computer, Sie sind ein Arschloch. Leck mich am Arsch. Also ihr kennt das Spiel. F5. F5, ich werde jetzt einfach OBS wieder ausmachen und anmachen. Ich habe ein OBS-Problem. Lieber Herr Dr. Rage, ich habe ein OBS-Problem, glaube ich. Ich glaube aber einfach, an dem Rechner hat ja nie irgendjemand was gemacht zur Pflege seit einem Jahr, seitdem er gekauft worden ist. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht hat sich einfach irgendwo zig Zeug gesammelt und mach mal einen kompletten Neustart von allem. Also, wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Und ich fahre den Rechner einfach mal runter und nochmal hoch. Und hoffe, dass nachher noch ein paar Leute da sind. Vielleicht ist es auch irgendein Update-Dreck. Das kann natürlich auch sein, ne? Ich weiß, Don, du hast recht. Ja. Also, wir machen einen Neustart. Ihr wisst, wie lange das dauert. Rechner runter. Rechner hoch. Ja. Und wenn ihr woanders seid oder so, viel Spaß, viel Glück. Und bin kurz was essen. Alles klar. Siehst du, ihr alle holt euch was zu essen, was zu trinken oder guckt woanders. Macht IRL. Macht Sex. Macht Kinder. Wie auch immer. Wir fahren jetzt einmal rauf und runter und gucken mal. Ich hoffe, dass es gleich wieder funktioniert klappt. Und ansonsten schreibe ich euch, dass es nicht klappt. Und wir sehen uns hoffentlich dann morgen. Aber nein, malen wir mal den Teufel nicht an die Wand.